Und dementsprechend sind wir jetzt da dabei. Der Greenskin spinnt gerade ein bisschen, aber ich muss erstmal für ein paar Minuten Fenster aufmachen. Das bedeutet, es geht jetzt nicht anders. Entweder mache ich ihn aus oder ich lasse ihn an. Kann aber auch das anmachen, dann dürfte das eigentlich gar nicht stören. Außer mich, weil es wirklich hell ist. Also, ja, ja. Müsst ihr sagen, was euch stört und was nicht. Ich mache hier erstmal auf Ghost of Tsushima weiter und versuche immer so ein bisschen ein Auge auf den Recorder-Timer zu haben, damit unsere Zeiten nicht zu lang werden. Nächster Tipp. Ladebildschirm. Ja. So, jetzt werden wir erstmal gucken, was habe ich denn eigentlich... Ja, okay. Gut. Ich muss erstmal wieder eine andere Steuerung gewöhnen. Das habe ich nämlich bei Horizon Forbidden West gerade eben nämlich auch gesehen. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Rekrutiere Sensei Ishikawa. Okay. Legendenzähler. Haben wir das jetzt eigentlich schon? Ja, ne? Was war hier? Sensei Ishikawas Dojo. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit fertig und könnten eigentlich... Jemand erwähnte, einen lebenden Samurai in Kashine gesehen zu haben, wenn es noch ein Samurai aus Komo. Fort Nakayama. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir damit durch sind. Ich würde sagen, wir machen das Stück für Stück. Halt am Horizont Ausschau auf Dampfschwaden. Aber hier ist nichts mehr. Warum ist da nicht abgeschlossen oder sowas? Gibt es da überhaupt was? Ich habe auch kein Ziel, ne? Gut, dann machen wir es mal anders. Ich will mal... an den nächsten unentdeckten Ort. Hier war ich doch mit dem alten Sack. Wie er läuft. So ein kleines HB-Männchen. Entschuldigung. Hi, Justin. Grüß dich. Ach. Ach, Mist. Was zum... Oh, komm schon. Fuck. Ja. Gerade gestartet. Schon verkackt. Jawohl, so muss das sein. Aber ich will die schon irgendwie besiegen. Wie, die sind jetzt weg. Glühwürmchen. Wo seid ihr? Wie geht's, wie steht's? Wie war's grillen, Justin Mastin? Ich weiß gar nicht, was für ein Part das jetzt ist. Ghost of Tsushima. Das müsste Part. Ja, ganz kurz.
für die YouTuber was angucken. Habe ich jetzt alles hochgeladen? Part Nummer 7. Interessant. Was zum? Wo ist noch jemand? Meine Gesundheit ist im Arsch. Yay, Pfeile! Oha. Du siehst die Sau auch kaum, ne? Da versteckt er sich! Dieser kleine Bastard! Alter, dieser Penner. Was hat der für eine Range? Dieser Sausack. Hallo, was? Was? Wo? Ich weiß, dass meine Ausdauer, meine Gesundheit im Eimer ist, aber... Hier dürfte doch kein... Was zum... Ist hier noch irgendwo einer? Hier muss noch irgendwo einer sein und ich weiß nicht, wo er ist. Ach da. Einst warst du auch ein Abenteurer wie ich, ne? Doch dann habe ich dir einen Pfeil ins Knie geschossen. Dieser Spruch ist so alt wie ich. Ein Grill war gut. Das freut mich. Ungemein. Doch. So. Hier ist in 100 Meter ein geheimer Ort. Lass mich raten, das ist irgendwie da oben. Der Vogel wird mich dahin bringen. Folge dem Vogel! Kann ich nicht einfach abschießen? War das gemeint? Ja. Ja, Horizon Zero Dawn lief sehr gut, hat Spaß gemacht. Als ich dann gehört habe, dass ein paar Zuschauer grillend waren und erst später kommen, habe ich mir gedacht, jo, nimmst halt noch ein bisschen Horizon mit. Oh, heiße Quellen. Okay. Okay. Ich hatte Hunger. Okay. Ich hatte ein ASMR-Schmatzen am ersten Part. Aber der lief gut. Was? Nackedei, Nackedei. Ich dachte, sie hätten First Shimura getötet. Nach allem, was er für mich getan hat. Ja, scheiße, jetzt ist Wasser.
In dieser Quelle wohnt ein Geist. Und werde es nicht. Der jedem in die Pobacke beißt. Doch mich hat er nicht gebissen, denn ich habe ihm ins Maul geschissen. Alles klar. Und Blumen, siehst du mal. Das ist doch ein perfektes Spiel für alle junge Mädels da draußen. So ein nackter Wilder philosophiert in der heißen Quelle und pflückt Blümchen. Das ist doch wunderbar. Eigentlich wollte ich heute mal so ein SMR schmatzen. Komm schon, das ist immerhin produktiver als das, was die rothaarige Ulla da macht. Nein, ich hab keine Pfeile. Lager der Überlebenden. Fuchsbau habe ich abgeschlossen. Fischerdorf auch. Was ist hier? Machen wir es hier hin und gehen dorthin. Joa. Und so viel Geschmatz habe ich jetzt auch nicht, okay? Ich habe was gegessen. Bleichwurst und Brot. Und Liebesperlen geschnabuliert. Nicht zu verwechseln mit den Liebeskugeln. Okay. Okay. Der macht Rast. Der genießt sein Leben. Klar hab ich's geschafft. So, gibt's hier noch irgendwas zum Sammeln? Wenn es nur ein paar Vorräte sind. Oh, Eibenholz. 8 Stück? Das ist okay. Gern wissen, wo der das alles platziert. Ist das gebaut oder ist das umgefallen? Sieht für mich fast aus wie umgefallen, obwohl es könnte auch gebaut sein. Why not? Mein Lieblingskommentator hat da auch Kommentar drunter gesetzt. Hallo, alte Frau. Schlimm genug, unsere Häuser zu verlieren. Und jetzt hausen auch noch Mongolen darin. Zu viele Häuser wurden überfallen und niedergebrannt. Vor kurzem überfielen sie ein Haus in der Nähe. Der Mann, der dort lebt, will nicht hier weg. Er bittet weiter um Hilfe. Ich werde ihn suchen. Sie wollen, dass wir aufhören. Verzweifeln. Eben, AFK, was schnell erledigen. Eben waren wir in der heißen Quelle, haben dem Typen einen nackten Arsch in die Kamera gehalten. Und jetzt kommt auf einmal der Justin an und sagt, ich muss mal was erledigen. Das ist böse. Böse, sage ich dir. Denk dran, Justin, mehr als zweimal schütteln ist spielen. Ich laufe durch das Gras, ich laufe durch das Gras. Ja, das macht mich super froh, ich laufe durch das Gras. Yay! So. Hier gibt es doch bestimmt auch noch was zum Mitnehmen. Oder war das ein Lichteffekt? Oh, leck mich! Ernsthaft, das war ein vermaledeiter Lichteffekt. Habe ich hier schon alles abgegrast? Ja, ne? Och, Mann. Ich bin umsonst da reingerannt wie so ein Blöder. Unentdeckter Ort. 70 Meter. 60 Meter. Jawohl. Lager der Überlebenden. Lass mich raten, da oben. Und irgendwie hoch.
Hallo Kuh, was geht? Mein Herr. Entschuldigung. Ich wollte die Kuh nicht verjagen. Ihr seid ein wahrer Krieger. Das ist schön. Ich sage es euch, ich sah ihn. Ich glaube, ihr glaubt, ihr saht ihn. Ich lüge nicht. Wisst ihr noch, wie ihr das zweiköpfige Reh gesehen habt? Ja. Und es dann nur zwei Rehe dicht hintereinander waren? Diesmal ist das anders. Es war ein Samurai. Aber natürlich. Zweiköpfiges Reh. Ja, aber nur ein bisschen nah aneinander standen. Ich würde mal sagen, nur so wie Sake getrunken. Gut, machen wir es mal so. Ich habe sowieso keine Ahnung, wo es jetzt genau weitergeht. Mir fehlt das hier so ein bisschen. Gut. Controller ist voll aufgeladen. Das sollte ausreichen. Also schlecht sieht das schon echt. Sieht es schon nicht aus. Sieht schon richtig geil. Wie komme ich denn da jetzt runter? Ja. Sollte vielleicht normalen Weg entlang gehen. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen meine Sona rufen. Ich habe echt keine Ahnung, was für Völker hier gegeneinander kämpfen. Ich weiß nur, dass die nicht so gut auch zu sprechen sind auf Mongolen. Aber ob wir jetzt das japanische Volk sind oder das chinesische, ist jetzt die nächste Frage. Bambus und Vorräte. Das ist okay. Kriegen ja aber viele... Was ist hier passiert? Oh nein, armer Kerl. So. Da hinten ist schon wieder ein Fuchs. Mit dem Fuchs anschießen können? Nein, das machen wir nicht. Wir werden hier keine Füchse jagen. Hallo Fuchs. Sollen wir dir folgen? Okay. Folgen wir mal dem Füchschen. Das ist bestimmt was von Justin. Steht ja auf Füchschen. Lauf, kleiner Fuchs, lauf ganz schnell vor. Ich lauf die hinter dir her durchs Tor. Und lauf ich dir durchs Tor hinterher. Dann gehe ich aus der Puste und kann nicht mehr. Yay! Ich finde es cool, dass der Fuchs hier bleibt. Inari-Schrein verehrt. Benötige Inari-Schreine, um niederen Talisman-Platz zu gewinnen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der Vogel mich hinlotsen will. So, was haben wir denn hier? Warum eigentlich nicht? Können wir es mal ein bisschen erkennen. Beziehungsweise ein bisschen erkunden. Also die Farbe gefällt mir jetzt nicht so. Ich will mal was probieren. Kann ich in die Capture Card einen Filter reinsetzen? Ich will mal was probieren. Farbkorrektur? Okay. Wenn wir die Sättigung ein bisschen stärker machen. Guck mal, das mache ich jetzt alles mit OBS. So, machen wir ein bisschen Farbsättigung rein. Kontrast, dann sieht es nämlich besser aus. Obwohl, Kontrast würde ich gerne... Ja, ich will trotzdem spielen. Wen zum Fick interessiert's? Was? Farbtonverschiebung? LOL! Einfach nein.
Einfach nein. Das ist traditionell. Aber wenn ich die Sättigung ein bisschen reinsetze, sieht dann für mich auch besser aus. Okay, das ist cool, dass das so funktioniert. Digitale Nachbearbeitung. Sagt mal Bescheid, wie ihr das so findet. Okay, vielleicht ein bisschen zu viel. Ich bin jetzt ein bisschen am Rumspielen. Machen wir die Sättigung auf 1. Vielleicht ein bisschen too much. Vielleicht ist 1 ein bisschen too much. Vor allem bei dem roten Kontrast gefällt mir das nicht so. Machen wir mal 0,8 ist auch ein bisschen arg. Machen wir mal 0,5. Ja, das gefällt mir. Guck mal, das können wir alles live machen. Geil, ne? Jaschas Glut, nämlich in Acht vor der feurigen Vergeltung des Kriegers. Okay. Oha. Die Frage ist jetzt, ist es jetzt nur optisch? Töte Gegner schneller. Ich habe keine Ahnung. Sieht aber nicht schlecht aus. Passt so ein bisschen in unser Farbambiente. Um ehrlich zu sein. Naja. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. So, warte mal, was haben wir hier? Lager der Überlebenden. Würde ich sagen, machen wir mal mit der ollen Zippe weiter. Wir müssen in die Richtung. Ah, komm mal her, Sora. Sehr gut, Sora. Lauf, kleiner Sora, lauf ganz schnell. So, mal gucken, vielleicht kommt die Farbsättigung schon brutal. Ich dachte schon, ich hätte jetzt aus Versehen unsere Sora angegriffen. Aber das will ich natürlich nicht. Mongolisches Gebiet. Da steigen wir mal lieber ab. Holen Sie Banner zurück. Wer hat mich wo gesehen? Ich habe auch keine Pfeile. Okay, die Farbsättigung sieht vielleicht ein bisschen übertrieben aus. Bin ich ganz ehrlich. Vielleicht ein bisschen übertrieben, vor allem wenn die Kontraste drin sind. Aber so ein bisschen hat das schon was, ne? Ich meine, wir können den auch ausmachen, aber...
Ach, machen wir mal aus. So. Ich muss gucken, ob ich das irgendwie anders dahin krieg. Chiharu! Ah, ich bin immer so ein bisschen... Oh, schon wieder so ein Blöder. Oh, Kacke. Was ist das für ein hässlicher Hund? Kannst du sagen, was du willst, aber hübsch ist der nicht. So, ja, das war vielleicht ein bisschen blöd. Aber ich habe halt auch keine Pfeile mehr. Also Pfeile sind hier echt Mangelware, hier so ein... Naja, komm her. Ach, da oben bist du, Lappen, komm runter. Ich habe halt keine Pfeile. Das ist halt scheiße. Jetzt würde ich den Penner da oben... Ja. Komm her, du Lümmel. Was zum... Willst du mich verarschen? Sausack. Ja, die wissen sowieso, dass ich hier bin. Also brauchen wir auch gar nicht erst anfangen. Na komm, na komm. Put, put, put. Put, put, put. Die Speere sind halt echt beschissen. Oh, komm schon, diese... Diese verfickten Pfeile. Mann, das geht mir auf den Sack. Ich dachte, das Spiel wäre einigermaßen fair, sodass sich 5 Milliarden Leute auf einmal angreifen, aber... Na, nervig. Also, ich habe so das Gefühl, ohne Pfeile bist du echt gefickt. Und zwar richtig. Muss ich nur mal gucken, wie ich das am besten mache, ohne jetzt gleich das ganze Lager gegen mich zu haben.
Chiharu! So, wunderbar. Das sieht doch wesentlich angenehmer aus. So, weg mit dir. Ich hab zwar keine Ahnung, was die... Weg mit dir! Ja. Ein Maul. Arschloch. Alter. Diese Hundis. Raubtierfell. Ja, ganz genau. So. Gut. Gute Nacht. Und deine Pfeile. Acht Pfeile. Ist das das Maximum, was ich nehmen kann? Tschüss. Acht Pfeile als Samurai ist ein bisschen schwach. So, nehmen wir das mal alles mit. Da oben ist noch ein Bogenschütze. An den Seiten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, der ist weg. Gut. Ist der Rücken einigermaßen safe von uns? Da gibt's noch Stuff, aber ich glaube. Acht Pfeile. Kann ich Brandpfeile herstellen? Bogenoption. Nee. Brandpfeilkapazität 4. Muss mal gucken, dass ich das irgendwie ein bisschen verbessere. Können wir eigentlich... Nee. Die Pferde können nichts dafür, dass sie uns von A nach B bringen. Die werde ich jetzt nicht angreifen wollen. Wo hat mich wer gesehen? So, keine Ahnung, wen ich da jetzt getroffen habe. Verbesserungen verfügbar für Satai-Katana. Mach Sitz. Oh, der Hund ist gefangen. Könnten in dem Käfig... Stellt euch und kämpft! Fuck. Ah!
Der Kampfstil gefällt mir. Also der lief jetzt echt gut. Besser als gedacht. Ist okay. Aber hier gibt es keine Gefangenen mehr. Gut, dass der Justin eben noch nicht da, nicht mehr noch AFK ist. Er hätte uns gehasst. Wie kannst du einem Hund einen Pfeil in die Schnauze schießen? Scheiß Spiel. Und solche Sachen wären da gekommen. Hier gibt es immer Vorräte, Eisen und so ein Stuff. Die Zelte machen eigentlich... sind eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich habe das Gefühl, wenn wir... Eisen. Gut, und jetzt? Zerstöre das Schwarzpulverversteck. Das hier, ne? Renn. Ja. Bums, die Bums. Hallo, alter Mann. Jetzt gibt's Ciao, Jay. Auf die Schnauze. Bing, 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 bing. Sontoyo. Honto. Toyota, Eldo Matsei Honda. Schön. Jawollinge! Bingfang. Fingfung. Töte und beobachte Anführer, um irgendwas freizuschalten. Ja, ist okay. Gute Nacht. Gut. Last of Us 2. Boah, muss ich mir auch nochmal holen. Da müsste ich eigentlich mal Last of Us Stream-Marathon machen. Aber vorerst nochmal mit meinem Provider quatschen. Ja, ist ja gut so, Ram. Ja, das ist ein störrisches Ross. Wenn wir uns jetzt gegeneinander wenden, er wandte sich gegen uns, als er ihnen das erste Mal Sake lieferte. So, neue Geisterwaffe verfügbar. Drücke Optionen. Warum nicht einfach Start und Select? Was? Schwarzpulverbombe? Ja. Wenn ich das Schwarzpulver der Mongolen in einen Tontopf fülle und anzünde, hätte ich eine Wurfwaffe. Ja. L2 gedrückt und mit einer Ver... Ja. Entschuldigung. So, Darf ich euch helfen, mein Herr? Bogen aussehen, Objekte. Danke. Nee, ich will eigentlich zu einem Schmied. Besserer Köcher oder so wäre schon geil. Die Mongolen zerstören offenbar alles, was sie nur können. Und schlimm, ne? Schreine. Ich sah sie sogar durch die Momo-Banner.
Aber hier gibt's nichts. Hier gibt es nichts. Außer ein Händler. Na gut. Obwohl die Mongolen hier einfielen, sollen sie sich gegenseitig bekämpft haben. Die Chinesen haben ihn nicht gereicht. Hier ist eine Menge Holz. Kann man gut verholzen. So, dann wollen wir mal. Ich reite mit meinem Pferd. Das ist es mir wert. Davon kriege ich einen wunden kleinen Po. Wunderbo, macht mich froh. Und das ebenso. Entschuldigung. Das war aber ein komisches Geräusch. Warte mal, Rehe. Tschüss, Bambi. Was? Warum? Ich hab die doch nicht umsonst getötet. Oh, komm schon, wirklich. Mach. Ich krieg nicht mal was. Ach, Scheibengleister. Also wenn das weiterhin so geht, dass Rehe halt nichts bringen, dann lass ich auch am Leben. Gut gemacht, Sora. Sora hat gewartet. Das haben Sora gut gemacht. Gar nicht erst zum Zug lassen kommen. Du Lümmel. Tüte auf zwei Beinen. Da hat wohl jemand mit dem Bär gekuschelt. Okay. 250 Meter in diese Richtung. Reise zum Adachi-Anwesen. Ja, das machen wir. Ihr YouTuber, macht's gut. Bis zum nächsten Part von Ghost of Tsushima.